Depot-Update. Wie läuft jetzt eigentlich mein Dividendendepot? Das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns an, was gut läuft, was scheiße läuft. Ich spreche das auch knallhart an. Wenn mir etwas in meinem eigenen Aktiendepot nicht gefällt, dann muss ich das ansprechen. Das bin ich mir schuldig und natürlich euch am Ende des Tages auch. Wir starten jetzt wirklich rein mit der Year-to-Date-Performance. Das heißt einfach, was lief dieses Jahr gut, was lief nicht so gut. Und das sieht man schon, egal ob man mein Aktiendepot mit Cash-Position nimmt oder ohne Cash-Position. Ich bin deutlich hinter den Indizes von DAX, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Also kann man schon mal so sagen, dieses Jahr läuft es für Dividendenaktien nicht sonderlich gut, aber dennoch bin ich soweit zufrieden. Warum bin ich soweit zufrieden? Weil wir natürlich letztes Jahr gegenüber die anderen Indizes ein brutal gutes Jahr gehabt haben mit den Dividendenaktien. Und daher schaue ich natürlich nicht nur im Short-Term mein Aktiendepot an, ich schaue mir auch mein Aktiendepot im Long-Term an. Also letztes Jahr dadurch relativ gut gelaufen das Ganze mit plus 10% aktuell. Und wir haben ja dieses Depot am 01.01.2021 mit der Community quasi gemeinsam gestartet, nur habe ich dann einfach so irgendwann so für mich festgestellt, so es bringt mir ja gar nichts, wenn ich jetzt alle mit einbeziehe, weil die einen möchten VP Carry im Depot drinnen haben, die anderen sind Realty Income Fans, die anderen sagen so, nee, ich mag eine Apple Aktie im Depot drinnen haben. Ich habe einfach festgestellt, das ist mein Money und deswegen muss ich auch mein Geld vernünftig investieren. Ich kann euch meine Ideen nur kundtun, was ich tue. Ihr müsst es am Ende des Tages selbst entscheiden und ihr seht das. Am Anfang waren wir noch alle gemeinsam in dem Boot drinnen gehockt. Ich habe dann einfach für mich einfach festgestellt, so das ist das Vernünftigste und deswegen habe ich dann alleine das Ruder übernommen. Wem das nicht gefällt, einfach die abonnieren, weitergehen. Die anderen sollen einfach abonnieren hier an dieser Stelle. Und ja, im Long Term natürlich dieses Jahr nur 1,3% plus, letztes Jahr 5,2% und das Jahr davor war ein besonders gutes Jahr mit fast 25%. Also soweit gefällt mir auf jeden Fall mein Aktiendepot sehr gut. Aktuell die größte Position ist British American Tobacco, gefolgt von CVS Healthcare, Barrick Gold, Rio Tinto, Unilever, Bayer, Fresenius. Und wenn du meine Aktienkäufe zuletzt sehen möchtest, der Link ist unten drinnen. Dort ist natürlich auch der Link zum Zero Broker, mein Broker. Den verwende ich seit 2019, habe seitdem keine Ordergebühren mehr bezahlt, absolut zufrieden. Und du bekommst mit dem Link noch zusätzlich 170 Euro. Jetzt schauen wir uns kurz die Top-Aktien an. Aus diesem Jahr ist eine Iron Mountain, eine Fresenius, eine Union Pacific, eine Cardinal, Cisco System und BP. Dann schauen wir uns natürlich im Long-Term an, also sprich seit dem 01.01.2021 die besten Aktien. ExxonMobil, Iron Mountain, Cardinal Health, BP, PepsiCo, Gilead und die IBM. Wo Licht ist, ist immer Schatten. Egal, wo man hinschaut, jeder hat Schatten. Dieses Jahr die AT&T als schlechtestes Unternehmen im Depot drinnen. Human Mining, Gilead, Pan American und Barrick Gold. Und overall sind die schlechtesten Aktien Walt Disney, Newmont Mining, Pan American Silver, Vodafone, AT&T. Kann man gleich mal so festhalten, ich möchte mich so peu à peu von den Telekommunikationsunternehmen verabschieden. Das heißt, irgendwann früher oder später wird Vodafone und AT&T aus meinem Depot rausfliegen. Möchte einfach nicht mehr in meinem Depot drinnen haben. Können wir, wenn wir dann mal extra Video auf jeden Fall machen darüber. Aber das würde jetzt einfach den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen. Ja, zu den Dividenden. Meine, ich habe natürlich in letzter Zeit immer ein bisschen mehr Geld investiert. Wie gesagt, meine letzten Investitionen findest du die PDF unten. Dieses Jahr sieht es wirklich sehr zufrieden aus mit dem Depot und bin auch sicher, dass wir da im Long Term irgendwann vierstellige Dividendenerträge pro Monat sehen werden. Da machen wir jetzt auch überhaupt keine Sorgen. In diesem oder beziehungsweise im vergangenen Monat hat mir AT&T, British American Tobacco, Vodafone und Zinsen hat es bei mir auch gegeben, ja, weil ich dort auch eine schöne Cash-Position habe. Ihr habt das Video irgendwann mal Anfang des Jahres veröffentlicht, habe aber dann auch festgestellt, so, ich möchte gar nicht mehr um Zahlen sprechen. Also da können wir jetzt auch gerade eingehen drauf. Erstens mal bin ich hier auf Weltreise unterwegs. Ich komme öfters mal wieder an Orten hin, wo mich die Leute über Instagram kennen. Also Leute, die nicht mal Deutsch sprechen, erkennen mich über Instagram und Co. Da habe ich einfach für mich festgestellt, so, ich möchte nicht mehr öffentlich über Zahlen sprechen. Es ist vielleicht für die einen okay, die anderen sagen so, yo, das ist kacke, mir ist das am Ende des Tages egal, weil es muss für mich sich richtig anfühlen. Ihr wollt wieder längere Videos haben, deswegen bin ich unterwegs, mache längere Videos und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst ein Abo da und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten rein, weil dann kann ich auch im nächsten Video einfach auf eure Fragen eingehen.